Mühsame Schritte auf dem Weg in ein neues Leben. Reward Oko ist einer von 630 Insassen des privaten Rettungsschiffs Aquarius, das vor 3 Monaten erst nach einer Irrfahrt über das Mittelmeer im spanischen Valencia anlegen durfte. So wie der da oben stand ich auch da, als ich hier ankam. Dabei denke ich sofort an die Aquarius. Passiert dir das öfter? Es war der Beginn meines zweiten Lebens. Als wir jede Hoffnung verloren hatten, öffnete sich eine neue Tür. So etwas vergisst niemand. Umjubelt von der Besatzung verlässt Reward Oko als letzter der über 600 Schutzsuchenden die von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen betriebene Aquarius. Das vorläufige Ende eines diplomatischen Streits, der mit der Sperrung italienischer Häfen für aus Seenot gerettete Migranten und Flüchtlinge begann. Auch Malta verweigerte der Aquarius die Anlandung. Vor allem für Frauen und Kinder an Bord wurde die Lage immer strapaziöser, bis nach Tagen des Ausharrens die spanische Regierung einsprang und die Aufnahme in Valencia garantierte. Nach der Ankunft auf dem europäischen Festland wird Reward in die baskische Stadt Bilbao überstellt, wo er Asyl beantragt. Während der Bearbeitung seines Gesuchs, die bis zu 3 Jahre in Anspruch nehmen kann, werden Reward eine Unterkunft sowie Geld für Kleidung und Lebensmittel gestellt. Außerdem bekommt der Nigerianer täglich 3 Stunden Spanischunterricht. Reward reicht das eigentlich nicht, er möchte gern aktiver werden. Freizeit bzw. Leerlauf, so sagt er, sei sein ärgster Feind. Durch Herumsitzen und nichts tun wird es langweilig, außerdem kommen Erinnerungen hoch. Was für Erinnerungen sind das? An einen Freund, den ich im Gefängnis verloren habe. Er wurde festgenommen und starb später im Gefängnis. In Libyen? In Libyen. Viele Schutzsuchende auf der Aquarius haben seelische und körperliche Wunden unterschiedlichster Art davongetragen. Einige sind vor kriegerischen Konflikten oder Verfolgung geflohen, andere vor Armut, Verelendung und Krankheiten. Jetzt sind sie gezwungen, sich mit einer neuen Realität auseinanderzusetzen, die oft weder ihren Vorstellungen noch ihren Hoffnungen entspricht. Du hast von deinem Traum gesprochen, Pilot zu werden. Bist du diesem Wunsch hier in Bilbao inzwischen ein kleines bisschen näher gekommen? Was soll ich sagen? Dies ist der Anfang, ein erster Schritt. Hier gibt es mehr Möglichkeiten als in Afrika, aber es kann sehr, sehr lange dauern. Vielleicht kann mein Traum wahr werden, aber ich weiß es nicht.